Sehen Bewerbungsgespräche bei Ihnen auch immer so aus? Meier, wir suchen jemanden, der gewissenhaft ist. Sind Sie das? Ja, klar. Wenn Sie jetzt mit Ja antworten, dann habe ich eine schlechte und eine gute Nachricht für Sie. Die schlechte Nachricht ist, dass das eine geschlossene Frage ist. Und auch noch zusätzlich eine Suggestivfrage, also eine Frage, bei der einem die Antwort quasi schon in den Mund gelegt wird. Sie erhalten damit nichts Aussagekräftiges. Gut, Sie könnten auch eine Vertiefungsfrage stellen. Was verstehen Sie denn unter Gewissenhaftigkeit? Das ist schon besser. Aber so richtig aussagekräftig ist das auch noch nicht. Warum? Ja, warum? Naja, Antworten zu solchen Fragen, die können Sie ganz einfach im Internet nachschauen. Und dann auswendig lernen. Aber die gute Nachricht ist, dass es eine geniale Technik gibt, die Ihnen garantiert keine Standardantworten liefert. Wie das geht, das habe ich von der Personalexpertin Diana Roth gelernt. Sie nennt das die Königsfragen. Und zwar mit 3 konkreten Fragen nach früherem Verhalten und dessen Auswirkungen. Bleiben wir dabei mal beim Thema Gewissenhaftigkeit. Die erste Frage, da geht es um die Situation. Das war's. In welcher Situation wurde das Verhalten also geäußert? Die Frage könnte lauten, wann haben Sie in den letzten 12 Monaten in Ihrem Unternehmen gezeigt, dass Sie gewissenhaft arbeiten? Können Sie mir das an einem konkreten Beispiel nennen? Ja, da gab es einige Projekte in der Vergangenheit. Gibt es auch immer wieder. Halt! Wichtig hierbei ist jetzt, dass Sie den Bewerber dabei bremsen, auszuholen. Denn viele Bewerber, die neigen dann dazu, ganz weit auszuholen und von vielen Situationen ganz allgemein zu sprechen. Und deshalb bitten Sie die Person wirklich, ein konkretes Beispiel herauszupicken. Ja, also vor 2 Monaten, da gab es so ein Entwicklungsprojekt. Das ist aus dem Ruder gelaufen. Wir lagen deinem Zeitplan weit hinterher. Mir war es dann in der Situation ganz wichtig, dass es einen Projektplan gibt, um den Überblick zu behalten. Und jetzt kommt die zweite Frage. Es geht um das Vorgehen, das Wie. Wie ist die Person in dieser Situation genau vorgegangen? Wie sind Sie bei dem Entwicklungsprojekt denn jetzt konkret vorgegangen in Bezug auf Gewissenhaftigkeit? Also ich habe dann in Excel einen Plan erstellt, einen Projektplan. Wir haben ja keine vernünftige Projektmanagement-Software. Mein Chef, der hält das für unnötig. Hey Chef, wir bräuchten da mal ein vernünftiges Projektmanagement-Programm. Also so eins, wo alle Teammitglieder von überall aus Zugriff haben. Unsinn, Meier. Wir haben doch Excel. Erstellen Sie einfach dort die Pläne und dann schicken Sie diese per E-Mail an die zuständigen Personen. Wir stehen ja hier schließlich für Digitalität und online, ne? Auf jeden Fall habe ich mich da wirklich reingekniet und einen sehr detaillierten Projektplan erstellt, heruntergebrochen, bis auf einzelne To-Dos der Teammitglieder. Und ich habe dann auch immer nachgefasst bei den Kollegen, ob die ihre Aufgaben dann auch wirklich erledigt haben. Und die dritte Frage, da geht es um die Auswirkung, das Ergebnis. Welche Auswirkung hatte das Verhalten? Wenn Sie jetzt so zurückblicken, wie war denn das Ergebnis davon? Also wäre ich nicht so gewissenhaft gewesen, dann hätten wir die Deadline sicherlich nicht einhalten können. Dann können Sie fragen, wie der Chef, die Kollegen oder die Kunden das Ergebnis bewertet haben. Also mein Chef war anfangs nicht begeistert. Mensch Meier, was wollen Sie denn jetzt mit dem Projektplan? Es läuft doch alles. Wir liegen doch nur 3 Monate hinter dem Zeitplan zurück. Zu Beginn waren meine Kollegen auch genervt. Der Meier und sein ständiges Nachhaken, ob ich meine Aufgaben erledigt habe. Pff, wenn der nochmal fragt, dann spucke ich ihm jeden Morgen in seinen Kaffee. Aber mit der Zeit waren meine Kollegen dann doch froh, dass ich so dahinter war und detailliert alles aufgeschrieben habe. Sogar mein Chef, der hat mir dann in seiner eigenen Art das dann auch bestätigt. Ja, Meier, sehen Sie, hat doch noch alles geklappt, ne? Gut, dass ich Ihnen das mit dem Projektplan gesagt habe. Sonst wäre ja hier jetzt noch immer Land unter. Sie können jetzt auch noch fragen, welche Schulnote sich die Person für ihr Vorgehen geben würde. Also ich denke, ich würde mir da eine 2 geben. Ich will mein Licht ja nicht unter den Scheffel stellen, aber ohne mein Excel-Sheet wäre das nicht so gut abgelaufen. Und jetzt können Sie nachfragen. Was müsste denn beim nächsten Mal passieren, damit Sie sich eine 1 geben? Ich hätte mehr Zeit gebraucht. Hätte ich mehr Zeit gehabt, dann wäre das sicher eine 1 geworden. Eine 1 mit Sternchen sogar. Die wenigsten Leute geben sich die beste Note. Und deswegen kann man da meistens nochmal nachfragen. Zum Abschluss können Sie dann fragen, was war denn Ihr größtes Learning bei diesem Projekt in Bezug auf Gewissenhaftigkeit? Ich habe gelernt, dass auch wenn ich die Leute mit meiner Gewissenhaftigkeit nerve, es ganz wichtig ist, dass ich hartnäckig bleibe und nachhake. Auch wenn es nicht schön ist, den Kollegen damit manchmal halt auf die Nerven zu gehen. Meier, lass mich in Ruhe, raus!
Sie sehen, so können Sie viel mehr darüber erfahren, was die Person mit Gewissenhaftigkeit wirklich meint, was sie darunter versteht. Das Schöne an dieser Technik ist aber auch, dass Sie anhand dieser Mini-Unterhaltung viel mehr noch ableiten können und auf Ihre Anforderungsliste abhaken können. Zum Beispiel in diesem Fall, dass Herr Meier sehr durchsetzungsfähig ist und ein gesundes Selbstbewusstsein besitzt. Dass er auch unter Zeitdruck anscheinend einen kühlen Kopf bewahrt und dass er nicht davor zurückschreckt, bei seinen Kollegen ein bisschen zu nerven. Und zwar bis die Aufgabe erledigt haben. Das ist doch viel besser, als wenn der Bewerber oder die Bewerberin mit auswendig gelernten Phrasen um sich wirft, oder? Das war jetzt ganz schön viel Information für Sie auf einmal und deshalb habe ich das Ganze nochmal kurz und knapp in einer Checkliste zusammengefasst. Die Königsfragen beim Bewerbungsgespräch. Den Download, den finden Sie im ersten Kommentar und in der Videobeschreibung hier unten. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst.